Hi, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich ein kleines Unboxing-Video für euch von den Retevis-Geräten RT420 und falls euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Erstmal vorab, diese Geräte habe ich mir selbst gekauft von meinem eigenen Geld. Das ist also weder gesponsert, noch ist es bezahlte Werbung. Ja, und so sieht der Karton auch aus, wenn er bei euch ankommt. Ja, was soll man machen? Ich fange mal an zu öffnen. Ja, etwas puristisch hier. Ja, es ist noch Plastik, sinnloserweise dazwischen. Bin ich jetzt nicht so ein Fan davon, weil... Ja, muss eigentlich nicht sein. Es war ja noch eine Umverpackung da drum und warum da jetzt noch Plastik drum sein muss, ist die Frage. So, machen wir das Ganze auf und oh ja, eine Beschreibung. Das ist ja schon mal gut. Ja. Retevis Two-Way Radio RT24V. So. Was ist das in Englisch? Erstmal. Unpacking. Gibt es noch andere Sprachen? Lass mal schauen. Auch alles in Englisch. Ah ne, hier ist auch eine deutsche Beschreibung. Also ist das auch in Deutsch drin. Inhalt. Verwendungstipps. Auspacken, überprüfen. Akku, Installation, Zubehör und und. Also es ist auch in Deutsch beschrieben. Das ist schon mal sehr geil. So, hier sind solche, ja, als Kinder hätten wir uns echt gefreut, so Geheimagenten-Dinger. Also, was sind das, so Ohrclips mit Mikrofon. Ja, auch nicht schlecht, zweimal dabei. Ist jetzt die Frage, ob das auch für andere Geräte verwendbar ist, schaue ich mir noch an, weil ich habe ja zum Beispiel auch das, ich habe ja noch CB-Funkgeräte, ne? Da habe ich ja auch noch, ich weiß nicht, ob das dann ein standardisierter Stecker ist oder ob der jetzt nur auf dieses Gerät passt, das sage ich später noch. So, hier Gürtelclips und Ladeschalen mit USB-Adapter. Okay, sehr cool. Ladeschalen mit USB-Adapter ist schon mal sehr geil. Ja, ganz wichtig, diese Handschlaufen. Hier ist schon mal ein Gerät, so sieht es aus. Ist natürlich sehr puristisch, sehr spartanisch, also ist jetzt nichts großartig drauf. Aber hier handelt es sich ja auch um die Version 2 Meter Geräte. Also es sind ja zwei, im 2 Meter Band ist das Ganze ja. Und deswegen hat man ja auch eigentlich nur 6 Kanäle, ne, hat man hier drin. Ein- und Ausschalter, laut, leise. Ja, ich weiß gar nicht, kann man die Antennen, ne, die sind... Ich glaube, die Antennen sind fest verbaut. Ne? Ja. Ich glaube nicht, dass man die abnehmen kann. Obwohl ich das schon mal bei jemand anderem gesehen habe, dass man die irgendwie abnehmen kann. Sind die geschraubt oder? Hm. Ja, ich will es jetzt auch nicht kaputt machen. Hier hat man noch so ein Teil. Und hier unten drin befinden sich die Akkus. Das, ja, die sind natürlich nochmal einzeln. Hier auch nochmal wieder mit Plastik. Da arbeiten andere Hersteller schon auch mehr mit Kartonage, was dann so ein bisschen besser für die Umwelt ist. Ja, ich finde, heutzutage kann man auch ruhig so einen Umweltaspekt mit anbringen. So. Jetzt kann man natürlich diesen Karton auch zum, wenn man das jetzt die ganze Zeit nicht oder wenn man das nicht benötigt, ne, kann man das ganze Zeug natürlich auch wieder hier schön sauber verstauen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, steht außer Frage.
falls man das Ganze halt wegschmeißt, obwohl es schon minimal ist. Ne? Also ist jetzt nun mal so angebracht, dass es auch heutzutage anders geht. Aber es ist noch okay. So, ich denke mal, wie wird das Ganze da reingeschoben? Ich denke von unten nach oben. Aha, so mit einem Schlitten. Aha, das ging ja leicht. So leicht und sogar ohne Brille. Also hier handelt es sich um die Version, wie gesagt, 2 Meter. Das ist nicht das PMR, sondern das Freenet. Ja, und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren, wie das mit den Freenet-Geschichten läuft hier. Wie funktioniert das? Hey, ich sehe was. Klick. Das war dann der richtige Klick. Das ist aber auch alles schon sehr stramm. Also es ist jetzt nicht so, dass es locker sitzt. Es scheint schon auch. Oh, jetzt ist es gut. Ja, die Teile, die halte ich oftmals für gar nicht so ganz unsinnig. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, am einem Video mal gesehen zu haben, dass die auch schon mal gerne reißen. Ein bisschen dran ziehen, ob das auch. Ja, die scheinen aber doch gut zu sein. Also schneiden wir uns die gleich mit an, weil ich habe ja auch vor, damit was zu starten, also was damit auszuprobieren. Ich habe ja bereits in einem anderen Video angefangen, herauszufinden, inwiefern und wie man die PMR-Geschichten nutzen kann. Und hier habe ich mir jetzt quasi nochmal diese Geräte gekauft, diese Freenet-Geräte, um zu schauen, inwieweit ist das besser oder schlechter. Oder ja, man hört ja doch recht viel über Freenet. Auf jeden Fall ist das recht robust. Wie steckt man die da rein? Naja, da sind diese 1, 2. Es ist jetzt kein extra Gerät dabei, also es ist jetzt hier kein Adapter für die Steckdose. Ist jetzt nicht dabei. Aber ja, entweder hat man das Ding oder man steckt es halt in ein Gerät, denke ich mal, in einen Computer oder was. Also man kann es auf jeden Fall mit solchen Geräten aufladen. Oh. Falls ihr sowas hier habt, da hängt jetzt gerade meine Lampe dran, ja, damit ihr überhaupt was seht hier. Die Ecke ist nämlich recht dunkel. Dann könnt ihr, das ist jetzt quasi für die, für die Krisenleute, für die Leute, die das als Notfunk auch nutzen wollen oder Notkommunikation. Es ist dann möglich, ohne weiteres, wenn ihr also so ein Teil hier habt, das Ding hier hat 100 Watt, ne, hat hier noch so eine schöne, ich nutze das eher zum Campen oder halt hier, wie jetzt gerade, dass ich halt meine Leuchte da dran habe, weil dann bin ich unabhängiger. Aber man kann die Teile natürlich auch wunderbar einfach darüber laden. Also hättet ihr quasi auf jeden Fall die Möglichkeit, die Akkus auch zum Beispiel auf dem Campingplatz oder halt bei einem Stromausfall oder sonstigen, wollte trotzdem kommunikativ bleiben. Ihr hättet die Möglichkeit, das dann halt so zu laden. Also das ist dann auch gegeben. Nur zur Idee. Ne? So, ja, ich finde halt auf dem Festival oder auf dem Campingplatz oder ähnliches, ne, wenn man unabhängig ist, hat dann oder ist draußen irgendwo, hat eine Waldhütte, wo nicht wirklich Strom ist und man muss halt bei der Arbeit trotzdem irgendwie in Verbindung bleiben über weitere Strecken, hat aber keinen Strom, um das aufzuladen, ist dieses Ding gar nicht so schlecht. Dann nimmt man das mit, hat die Teile dabei. Es ist ja auch nicht groß, selbst im Rucksack, wenn ihr das mitnehmt,
naja, die Funkgeräte dann am Mann und falls sie leer sind, einfach reinstecken, das Ding lädt das und dann denke ich mal, also 4-5 Mal müsste das bestimmt gehen. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, das Ding habe ich jetzt schon die ganze Zeit laufen, immer die Lampen dran, auch andere Sachen schon dran gehabt, Laptop habe ich jetzt dran gehabt und das ist jetzt gerade mal auf 55% runter. Und es war noch nicht mal ganz voll, es war irgendwie bei 70. Ich habe zweimal einen Laptop mitgeladen. Wie gesagt, die Lampe habe ich ständig da dran, damit ich hier halt in der Ecke filmen kann. So, und ja, das wäre jetzt meine weitere Idee, dass man die Geräte mit dem Teil für unterwegs auch nochmal aufladen kann. Also auch eine Idee. Ne? So. Dann hat man diese Teile noch dabei, also diese Ohrclips. Wo steckt man die rein? Hier an der Seite. Ja, unten oben. Ah, so, okay. So macht man es auf. Ja, wenn das man nicht abbricht, wenn man es häufiger nutzt, ist die Frage. Dann kommt der Clip da rein. Wie so ein Ding aussieht, das zeige ich euch jetzt auch mal. Okay. So. Mhm. Ja. Das ist, das sieht qualitativ echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Man hat auch noch so ein Pinocchio dabei, für den Fall, dass das hier irgendwann mal nicht mehr so schön ist. Aha, ja, auf jeden Fall hält der relativ gut. Der ist wirklich, kann man sogar Sport mitmachen. So, hier ist dann noch ein Clippy. Den da dran. Und jetzt habe ich hier die Taste zum Sprechen. Also es ist schon, ja, das ist auch lang genug. Ja doch, dicke lang genug. Wenn man das noch verändern in der, ja, das kann man variieren. Das heißt also, man könnte das Ganze ja auch direkt hier oben dran machen, dass man dann quasi so spricht. Und dann hat man das Teil quasi hier am Gürtelclip, der ja auch relativ, sieht schon aus, als wenn er was aushält. Der ist stabil. Ja, und dann kann man, denke ich, ganz gediegen sprechen. Jetzt gucke ich noch mal, ob das auch auf andere Geräte passt. Dazu hole ich mal eben eins. So. Okay, mal schauen. Das so ein Standardadapter ist. Nee. Das funktioniert hier nicht. Also, es ist kein Standardmaß. Was man halt an jedem Gerät benutzen kann. Das ist natürlich schade, weil ich müsste mir dann quasi jetzt hierfür wieder ein neues Gerät kaufen, also so einen neuen Stecker. Wenn ich jetzt sowas haben wollte oder ein externes Mikrofon, ja, das wäre natürlich der absolute Kracher, weil dann hätte man für quasi, was habe ich jetzt bezahlt, 45 Euro dieses komplette Set, womit man, ich weiß jetzt gar nicht, was die Reichweiten ist. Im einen Test habe ich mal gesehen, dass jemand damit ohne weiteres über 2 Kilometer überbrückt hat. Also selbst mit Gebäudeanteilen dazwischen und auch, ja, war so ein bisschen querfeldein. Da war Feld, Wald, Wiese und ein paar Gebäude. Hat er ungefähr 2 Kilometer mit überbrückt. War natürlich leichtes Rauschen drin. Aber da will ich auch mal gucken, wie das halt hier in meiner Region ist. Ich habe hier halt keine Berge und nichts, ob ich dann im flachen Land eventuell weiterkomme damit. Ja, hier wäre jetzt natürlich gelacht, wenn es nicht reinpasst, aber das tut's. Okay, das ist klar. Ja, ich habe jetzt für das gesamte Set hier 45 Euro bezahlt und ja, kann natürlich nicht meckern. Aber das wäre natürlich jetzt mega geil gewesen, wenn die Dinger auch auf andere Geräte
ohne weiteres funktioniert hätten. Ja, geht da schon was? Da sind ja Lithium-Ionen-Akkus drin. Ah, da ist auf jeden Fall schon was gebacken. Also das ist schon... Two. Aha. One. One, two, one, two. Wir sind schon vorgeladen. Okay, jetzt mal probieren. Muss man... 1, 2, 1, 2. Es hat ja gar kein Rauschen, ne? Also es macht nicht mal Klack. 1, 2, 1, 2. Es macht gar nichts. Das ist krass. Das ist so. Das kenne ich nur von den PMR-Geräten. 1, 2, 1, 2, hallo, hallo. Man weiß so, kein Krack, kein gar nichts. Ne? Ich kenne es nur, also vom CB-Funk, wenn man das halt loslässt, ne? Wenn man die PTT-Taste loslässt, dass es dann auch schon mal so ein bisschen nachrauscht. Hier bei dem Gerät habe ich, also bei diesem Gerät hier habe ich auch eine automatischen Squelch drin. Aber trotzdem hört man beim Loslassen der PTT-Taste schon mal so ein kleines Nachrauschen. So, ja, also es funktioniert alles, es ist sogar schon vorgeladen, ne? Sieht alles wirklich qualitativ gut aus. Die Sprachqualität, habt ihr gerade gehört, die ist auch eigentlich gut. Wie sich das Ganze dann in der Praxis erweist und vor allem, welches System besser ist, PMR oder jetzt dieses Freenet, ja, das werde ich versuchen in der nächsten Zeit festzustellen. Das werde ich herausfinden mit... vielleicht dem Ralf dann. Wir haben ja noch die Aktion mit dem Fahrrad und zu schauen, ob meine kleinen PMR tatsächlich 8 Kilometer Reichweite ohne Hindernisse überbrücken können. Vielleicht schaffen die das auch oder mehr oder weniger. Wer weiß, aber wenn ihr dabei sein wollt und euch ja, das auch interessiert, dann lasst mir ein Like da. Dann abonniert den Kanal. Ansonsten wünsche ich erstmal viel Spaß bei all euren Unternehmungen. Bleibt gesund und bis bald. Ciao!